Bleib mal kurz so irgendwie liegen, okay? Kannst du das vielleicht. Lässt sich das vielleicht einrichten? Hey, Kenners! Was geht bei euch ab? Willkommen zurück bei Yandere Simulator. Ihr wisst ja, ich habe eigentlich schon eine zweite Aufnahme fertig gehabt, also eine lange Aufnahme gemacht. Wir nehmen das Box Cutter Knife. Aber ich habe sie gelöscht. In meiner schier unendlichen Dummheit habe ich sie aus Versehen gelöscht. Obwohl es wirklich höchst pervers war. So eine gute Aufnahme kriege ich nie wieder hin, ist klar. Die alte Trulle hat uns vorhin abgeklatscht, also letztes Mal. Ihr wisst ja noch. Hier sind Toiletten. Da ist aber nichts los im Moment, weißt? Ich will halt schon Ender beim Kacke erwische. Sonst nehme ich keine Erfahrung aus dem Spiel mit. Boo! Na. Ha! Einfach niemand am Kacken. Ich habe was von der Dusche gehört und von Gerüchten, dass man die Frauen damit reinnehmen kann und ausziehen. Ich meine natürlich, dass man zusammen duschen, also dass die sich waschen, reinigen. Ich habe von einem Reinigungsritual gehört. Und wir wollen doch mal die Duschen suchen. Einfach mal, um es sauber zu machen. Guck mal, wie dreckig wir sind. Ist ja auch widerlich, oder? Es ist wirklich krass, wie dirty wir sind. Hey, Slid. Ja, was haben wir denn da hinten? Und was ist das? Oh Gott, was läuft hier für eine Zeit ab? Cool, kann ich hier Leute abfackeln und in die Mülltonnen schmeißen? Ah, das ist ja eine super Gelegenheit, ja? Was heißt das jetzt hier? Müssen wir gleich mal gucken, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Ich will noch kurz mit der Trulla hier schwatzen. Hey, Troll. Greetings. Greetings. Was für ein Club? Join Club. If you join the gardening club, you can carry gardening equipment anywhere without being suspicious. Wir refusen jetzt erstmal, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt hier mit Gartenmaterial... Ah, it's in the light. Huh? What? I'm gonna crack your skull open. Hä? Chill doch mal jetzt. What? What? Don't even think about it. Doch gar nix. Ah. Yeah. That's what I thought. Ach ja? What? Ich hab so ein Messer dabei. Pass auf, gell? Jetzt nicht mehr. Achtung, Mädels, pass auf. Achtung. What? What? What are you talking about? Ist die behindert? Alles klar. Ich glaube, es geht los bei euch. Ist mir egal. Ist mir egal. Na. Oder so. Alter, wie ich es jetzt fertig mache, die Pisser. Wo seid ihr? Ihr habt geranzt. Ich habe ja zufällig ein Gardening-Tool mit am Start. Jetzt ist gerade niemand da. Aha. Hat er gerade nochmal Glück gehabt, der Bonga, der Verschissene. Ich habe sogar noch voll lang Zeit. Ich kann jetzt jemanden abschlachten und da wegschmeißen. Mach ich direkt, du. Oh, ist das der Schaufel da vorne? Oh. Gut. Was haben wir denn hier drin? Oh. Also wenn ich darf das mit mir, das darf ich mit mir rumschleppen, wenn ich zum Gartenmensch werde. Alles klar, ich werde Gartenliebhaber. Obwohl das auch nicht so ein Gartending ist. Es gibt bestimmt Ärger. Nur die Schaufel darf ich nehmen. Aber egal, ich teste mal kurz. Ja, join. Yes. You have joined the club. Okay, also geht mal zur Seite. Ich habe voll die Blumen mit den Haaren, guck mal. Ich zersäge jetzt irgend so ein Schwein. Oder so ein Mensch, ich überlege mir es noch. Oh, was liegt denn da? Oh, da habe ich schon was gefunden. Oh. Was hält man da jetzt? Inventory, wo ist es nie? Ach, scheiße, wie die Haare verändert. Ah, da dann geht also der Trick. Nein, lass es nicht fallen, wir brauchen die Säge noch. Nein, no. Ich habe gerade komplett vergessen, was ich überhaupt machen wollte. Deswegen werde ich jetzt einfach mit meinem Utensil mal eben hier hochgehen, nicht wahr? Und dann mal ganz genüsslich gucken, wo dieser Weg hinführt. Halt, the challenging room, aha. Was habe ich denn da im Mund? Was ist passiert? Warum verändert ihr sich von da ganz alleine? What the fuck? What are you doing? Put that down immediately. You'll be expelled for this. Oh mein Gott, ich habe doch nur was zu essen im Mund gehabt. Du blöde Kuh. Also, Versuch Nummer 2. Ich habe jetzt eine Schaufel. Ich bin da im Gartenclub. Aber die Lehrerin irgendwas sagt rastig aus. Geht schon los? Guck mal, ich habe eine Schaufel. Okay, gut. Also anscheinend ist die Schaufel völlig in Ordnung. Kann ich hier mal irgendwas machen jetzt? Was passiert denn hier jetzt? Hallo? Ich komme, dass ich erstmal jemanden umbringen muss, bevor ich ja weitermache. Kann heute nein. Das ist Büro vom Chef, Alter. Ich kack erstmal richtig schön auf den Tisch. Kann ich nicht. Schade. Oh, ich kann mich heiden. Ist ja einfach nichts. Das ist der tote Schule. Das ist ein Computerlab da. You are already in a club. Club. You're already in a club. Ja, aber was mache ich denn jetzt? So, das reicht mir jetzt. Was habe ich denn noch vor? Nix anscheinend. Okay. Ich brauche einen Service von dir erstmal. Mit 5 Unterhösel fangen wir an. Ich brauche noch Unterhöschen-Fotos von den ganzen Mädchen. Aber wo sind die Mädchen? Warum sind die nicht alle hier im Handstand am Start? Mit ohne Rock. Da sind sie, die Bongat. Die Verschissene, da sind sie. Ich kann sie sehen, was man da macht. Oh. Schön stehen geblieben, Mademoiselle, gell?
Oh, voll die Fresse abfotografiert. Direkt mal an jemanden senden. Aha, die ist also ein Lone. Die durch... Oh, wie sie sich versteckt. Ist nicht schlimm. Ich habe eine Schaufel am Start. Mademoiselle, hör mal auf mit den Haaren zu wackeln. Kurz, okay, bitte. Oh, shit. We got a problem. Oh, warte mal. Panty photo time. Aber du musst dich richtig hinlegen. Nein. Wie soll ich nur Panty photos machen, hä? Okay, gut, aber die Penis. Wie ich lauf. Wir haben hier aber wichtigere Dinge zu tun. Wir müssen hier dieses Slurt wegziehen. Vielleicht kann ich es irgendwie die Treppe runterschmeißen, dass er so glücklich landet, sage ich mal, beziehungsweise unglücklich. Und ich dann möglicherweise ein besseres Foto erhaschen kann. Ich mach's mal so, pass auf. So. Und er sagt bloß, die eine will nur Panty-Fotos von lebendigen Personen. Das fände ich jetzt echt ultra übertrieben. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, nein, das wär's gewesen. Doch, Blätterko. Kannst du nicht... Was ist mit den Haaren los? Komm doch jetzt mal hoch. Bleib mal kurz so irgendwie liegen, okay? Kannst du das vielleicht... Lässt sich das vielleicht einrichten? Jetzt komm doch mal mit. Mensch, hey, ist das schwierig. Sieht sehr ungemütlich aus, wie sie da liegt. Komm her, Mädchen, komm. Jetzt. Wie sie sich die ganze Zeit... Oh, ich hab jetzt... Nein! Warum bleibst du so liegen? Spread your legs, slut. Komm, wie sie sogar die Beine so überkreuzt hat. Ist die wahnsinnig. Oh mein Gott. Panty-Foto. Was? Das zählt nicht? Lüg mich nicht so dreckig an! Ich habe hier voll in ihre JJ reingeguckt. Und das soll nicht zählen? Das ist doch voll alles. Finde ich schon ultra dreist, dass das jetzt nicht funktioniert. Naja, okay. Jetzt muss ich halt die blöde Nuss irgendwo hintragen. Ich mache jetzt mal kurz in einen der leeren Klassenräume. Hier geht da eh kein Schwein rein. So, schließen wir das mal. Zack. Jetzt machen wir oben Wischiwaschi. Achso, ich bin noch voll mit Blut. Toilette. Wo ist die Toilette? So, also fürs Erste habe ich keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Ich gehe einfach mal hier rüber und wasch mal meinen Scheiß. Okay, also wir carryen jetzt den Eimer, wir füllen ihn kurz. Den carry ich jetzt hier rüber zu dieser extrem unauffälligen Sache. Abstellen vielleicht, so. Jawohl. Die Schaufel lassen wir vorsichtshalber mal verschwinden. Verschwinden. Na, scheiß drauf. Jetzt habe ich ja noch einen blutigen Fleck hingemacht. Super. Oh nein, ich mache die ganze Zeit hier dreckigen Kram. Guck mal, ich bin so ein putzender Mann. Ist für mich gar kein Problem, sowas zu machen. Also ich weiß nicht, was die Frauen da immer haben. Wird der Mob jetzt gerade rot? Ja, ne? Jetzt wischt er nicht mehr auf. Ja, scheiß doch die Wand an. Na also. Ja, ist jetzt genug gedippt. Putze, habe ich gesagt. Sehr schön. Ist die fleißig. Und da hinten habe ich auch nochmal hingeblutet. Jetzt nehme ich es halt mit und gieße es irgendwo hin. Ich weiß auch nicht. In die Toilette wahrscheinlich. Ah. Hier ist ja die Leiche. Oh, Leute. Und schon ist es sauber hier, Kinders. Aber wo bekomme ich jetzt neue Klamotten her? Hast du vielleicht Klamotte? Ich bin hingefallen. Oh, direkt die Lehrerin. Shit! Mir ist nichts passiert. Geh doch weg jetzt. Ich kann mal nicht mehr in Ruhe seine Tage haben, Heidenei. Können wir jetzt loslegen hier? Dare you walk around here looking like that? Do you think this school is a joke? Nee. Die Kinder heutzutage würden der Lehrerin ins Gesicht schlagen und würden sagen, ich hole meine Mama. Und die Mama kommt und sagt, Alter, was ist mit dir los? Mein Kind darf tragen, was es will. Und das raste aus. Naja, Leute, ich kann diesem Spiel nicht folgen. Alle machen voll den geilen Scheiß, gehen nackt duschen, haben Analverkehr mit Bäumen. Und was mache ich? Ich putze nur so scheiß Blut auf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will mir da jetzt kein Tutorial angucken, wie man läuft oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.